Hallo liebe Spielefreunde und herzlich willkommen zu den Gamers Global Monatshighlights. Ich bin Ramona Kjuntke und stelle euch heute die spannendsten Releases im März 2023 vor. Als kleinen Bonus obendrauf haben wir auch noch einen Geheimtipp für euch. Und los geht's mit dem Remake von Resident Evil 4, das am 24. März für PC, PlayStation 4 und 5 sowie Xbox Series X und S erscheinen soll. Die Neuauflage des Action-Adventures aus dem Jahr 2005 wirbt mit modernisiertem Gameplay und einer neu interpretierten Storyline. Das Original wagte den Sprung von fixen Kameraperspektiven hin zur Third-Person-Action und wurde als Meilenstein gefeiert. Ihr spielt den aus dem zweiten Teil bekannten Leon S. Kennedy, der die Tochter des Präsidenten vor der Los Illuminator-Sekte retten soll. Es ist spannend zu sehen, ob Capcom hier ein ähnlich großer Wurf gelingt wie mit dem Remake von Resident Evil 2. I read you. What's your situation? Mit The Last of Us ist Naughty Dog 2013 ein Meisterwerk gelungen, das erst kürzlich auch als HBO-Serienformat Premiere gefeiert hat. Letztes Jahr kam das Remake für die Konsolen in den Handel und nach einer kleinen Verschiebung ist es am 28. März soweit und The Last of Us Part 1 gibt auch auf dem PC sein Debüt. Auch im Remake sind Joel und Ellie auf dem Weg durch die postapokalyptischen Vereinigten Staaten und erleben eine Reise mit emotionalem Tiefgang und gruseligen Begegnungen mit den Cordyceps-Infizierten. Die komplett überarbeitete Technik brachte im August 2022 eine schlauere KI und mehr Barrierefreiheit in die PS5-Version. Wir sind deswegen richtig gespannt, wie sich die PC-Version schlagen wird. Ein weiteres Highlight ist das Remake von System Shock, das ebenfalls im März 2023 erscheinen soll. Der genaue Tag ist noch nicht bekannt, wir hoffen aber, dass wir nicht so lange darauf warten müssen. Apropos Zeit, 2016 sammelte Night Dive Studio auf Kickstarter Geld für die Neuauflage des Klassikers von 1994. 7 Jahre feilt also das auf die Überarbeitung von Retro-Titeln spezialisierte Studio daran. Das kommende Remake ist general überholt. Es gibt neue HD-Grafiken, Steuerungs- und Interface-Elemente sowie neue Soundeffekte und Musik. Ikonische Details und Inhalte wie die Stimme von Gegenspielerin Shodan sind aber gleich geblieben. Auch wenn System Shock ein wenig bunt aussieht, freuen wir uns richtig darauf. These are my avenging angels, and they will have retribution. Kein Remake ist The Great War Western Front, das für den 30. März angekündigt ist. Das von Command & Conquer-Veteranen gegründete Studio Petroglyph Games versetzt euch in seinem neuen Echtzeitstrategiespiel in den Ersten Weltkrieg. In auszehrenden Stellungskämpfen baut ihr Grabensysteme und Verteidigungsanlagen, um eure Gebiete zu halten. Die Kämpfe, die sich in unserer Geschichte teils über Monate und Jahre hingezogen haben, werden in The Great War in einer Strategiekarte rundenbasiert dargestellt. Dort legt ihr weitere Gräben an, verschiebt Einheiten in ihre Einsatzgebiete, baut Artilleriestellungen und Verteidigungspositionen oder kümmert euch über mehrere Runden um die Logistik und Nachschublieferungen. Unser Geheimtipp für den März ist Project Zero, die Maske der Mondfinsternis, das auf dem amerikanischen Markt als Fatal Frame erscheinen wird. Das Remaster des japanischen Titels kommt erstmals in die westliche Welt und wird ab dem 3. März für Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und S sowie PC verfügbar sein. Das Survival-Horror-Spiel erzählt die Geschichte von 5 Teenagern, die auf einer Insel verschwunden sind. 3 davon sind wieder aufgetaucht und als die Leichen der verbliebenen 2 Mädchen erst nach 10 Jahren gefunden werden, machen sich die 3 Freunde auf den Weg herauszufinden, was damals wirklich passiert ist. Und das war's auch schon mit den März-Highlights 2023. Falls euch die Vorschau gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und ein Abo für den Kanal. Weitere Tests, Previews und alles rund um Spiele findet ihr auf gamersglobal.de. Vielen Dank fürs Zusehen, tschüss und bis zum nächsten Mal.